Hier sind Daphne und Frau Meier. Heute geht es mal nicht um meinen Garten, der wirklich sehenswert ist. Sondern wir gehen sofort in die Küche und kochen. Daphne hat Hunger. Das Gute daran ist, ich darf nämlich gleich probieren. So sieht's aus. Hallo, ihr Lieben aus der Küche. Grüß Gott. Oh, die Frau Daphne heute ganz fränkisch. Ja, warum nicht? Ja, also du heute... Du schmeckst Äpfel wie eine Wahnsinnige. Was gibt's denn heute? Heute gibt's ein Apfelrettich-Relish. Oh. Mit Fisch. Mit Fisch, da bin ich ja gespannt jetzt. Ja, okay, es wird jetzt nicht viel gekocht. Es wird im Grunde halt ein Fisch... Der Fisch ist gekauft, es ist ein Matjes. Und zum Matjes machen wir dieses Apfelrettich-Relish. Apropos, weißt du, wo man die besten Matjes kriegt? Nee. Wir machen ja hier keine Werbung, weil wir ja nicht gesponsert werden von dieser Firma. Ah. Aber es gibt eine Firma, die hat mit Fisch zu tun und die heißt wie ein Meer im Norden von Deutschland. Echt? Mhm. Und die haben sogenannte Rauchmatjes. Die sind so rötlich und die schmecken so ein bisschen geräuchert und gleichzeitig auch ein bisschen süßlich. Sind ein Tickchen teurer als normale Matjes, aber das spare ich mir dann lieber vom Mund ab, weißt du? Ach, weil es ist Gott. Einfach... Als wenn du beim Essen Sporn hättest. Eben nicht, eben. Die sind einfach die besser. Die schmecken wirklich. Wenn du den Vergleich kennst, musst du mir versprechen, dass du es probierst. Ja, okay, ich probiere. Weil das schmeckt wirklich, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu normalen Matjes. Wirklich. Okay. Also wir wollen nur noch die. Wir sind da jetzt ein bisschen verwöhnt. Ja, haben wir jetzt aufgepasst, was ich gemacht habe. Also du hast unten ein Brot gebacken, aber das hat heute mit der Folge nichts zu tun. Wir essen doch, es heute dazu. Doch, das, auch. Das ja, ja, aber wir zeigen heute nicht, wie es geht. Na. Du hast jetzt Apfel... Und Rettich 50-50. Also für die Menge, deshalb habe ich es jetzt abgewogen, ja. Ne, weil wir brauchen jetzt die Hälfte Rettich und die Hälfte Apfel. Dass das ungefähr so jetzt passt. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz. Die genau. Flüssigkeit war? Was Apfelessig. War? Apfelessig. Und jetzt kommt 30 Gramm Zucker noch. Nein. Das sind doch mindestens 31 gewesen. Ich bitte dich. Na, komm, und doch. Jetzt sind 35. Nee, das sind 30. Ah, nicht 30. Okay. Aber die paar Körnler suche ich da jetzt nie wieder raus. Es bleibt jetzt drin. Zucker ist ja auch nicht schlecht für den Geschmack. Ja, sagen wir mal bei ich habe jetzt 400 Gramm und 400 Gramm, dann passen die 30 Gramm Zucker perfekt. Und jetzt reiben wir noch ein wenig Ingwer ein. Mhm. Ne? Ach, da wird der Alfons wieder stolz auf dich. Ich habe gar keinen Knoblauch neu. Es wird dann ja auch einmal ohne Knoblauch gehen. Jetzt bitte ich dich. Naja. So, was machst du jetzt mit dem restlichen Ingwer? Das Spitzerlon, naja, ich habe mir gedacht, bevor ich mir jetzt die Finger blutig schrub, höre ich lieber auf. Da koche ich mir gleich noch einen Tee damit. Also es wird nicht weg, es wird nichts weggeworfen. So, und jetzt wirst du mal sehen, das Brot habe ich jetzt gebacken. Ja. Das haben wir, ist doch das, was wir schon mal gebacken hatten, das leckere Rosmarinbrot, gell? Oder? Ja, da ist jetzt ein wenig Thymian drauf, der kommt halt drauf, was ich immer gerade habe, aber im Grund ist das Rezept. Also, ihr könnt ein Bauernbrot kaufen oder überhaupt ein Brot kaufen und das dann belegen. Oder ihr guckt euch einfach unsere alten Folgen an und sagt, oh, das Brot, das probiere ich auch mal aus. Mhm. Es gibt ja ganz viele, es gibt ganz viele Folgen, die wir online haben. Mhm. So, jetzt kommt ein bisschen Butter drunter, weil wir wollen ja auch ein bisschen Kalorien zu uns nehmen. Ja, mehr sonst nicht, dass wir nicht mehr ins Kostüm passen. Ja, eben, sonst schlottert das und schlappert das alles. So, jetzt kommt der Matjes drauf. Mhm. Sehr lecker. Ja. Und... Und komm, ein Stückchen kippen. Ja, wir haben ja drei Stück Brot, brauchen wir drei Stück. Ja, du machst dann, das ist jetzt nur fürs Bild, ne? Danach gibt es mehr, oder? Also, wenn die jetzt die drei Häppchen für uns alle drei, für Schatzi, dich und mich, da werde ich aber nicht satt, gell? Nee, du kriegst dann eigentlich einen Teller mit und, fünf. Ja, wir müssen ja nicht gleich übertreiben, aber ne? So, also jetzt hast du noch das Relish oben drauf gemacht. Ja. Und jetzt Dill. Kommt noch ein bisschen Dill oben drauf. Oh. Das sieht sehr nordisch aus, irgendwie, ja. Das Rezept. Gell? Naja, ja, aber es ist nordisch. Natürlich, Fisch ist immer nordisch, aber es schmeckt sehr, sehr gut. Aber den Rettich gibt es ja auch in Franken, ne? Natürlich.
Oh, so. Margarete, ich bitte dich. Na, und? Ach, gut sieht's aus. Oh, ja. Und ich habe jetzt beeil dich, ich habe Hunger. Ja, so, da ist doch schon das Rezept. Ja, also Angaben findet ihr immer in den Rezepten und ihr könnt uns gern abonnieren bei YouTube. Dann und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Neue Folge gibt es jeden Sonntagvormittag. Genau. Und ihr dürft natürlich auch, was heißt dürft, ihr könnt super gern ihr auch bei YouTube kommentieren, weil wir wollen natürlich mehr wissen. Genau eure liebsten Rettichrezepte. Genau, oder wie hat euch das Rezept von uns geschmeckt? Mhm. Ist es gelungen, ist es misslungen? Das lesen und hören wir immer sehr gern von euch. Genau. Und bis nächste Woche Sonntag. Bleibt gesund. Und sexy. Bis dann. Tschüss.